Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel. Der Problembezirk Wien, Favoriten, kommt aus den Schlagzeilen einfach nicht heraus. Beinahe täglich gibt es Gewalt, Zusammenstöße, Probleme. Jetzt wurde zwischen Räumenplatz und Keplerplatz, das Zentrum von Favoriten, eine sogenannte Waffenverbotszone ausgesprochen. Sie soll ab Samstag gelten. Was soll das jetzt bringen und wie soll in weiterer Zukunft überhaupt mit Favoriten umgegangen werden? Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße im Studio heute Karl Marer, Chef der Wiener ÖVP. Und, danke für die Einladung. Ja, grüß Gott, Herr Marer. Sie waren heute selbst am Räumenplatz, haben sich das angeschaut, wie schon mehrmals in der Vergangenheit. Aber das Besondere daran war heute, dass sowohl der Bürgermeister dort war, als auch Herr Wiederkehr von den NEOS, also die gesamte Stadtregierung mit der Opposition. Wie das? Ja, es war ein besonderer Tag und ein besonderes Ereignis, das wir eigentlich seit Jahren und ich glaube seit Jahrzehnten in Wien nicht mehr gehabt haben. Sie wissen, die Situation in ganz Wien, in einigen Bereichen von Wien, aber ganz besonders in Favoriten, ist von Gewaltexzessen gekennzeichnet. Da tut jetzt die Polizei sehr viel. Darüber werden wir vielleicht noch das eine oder andere sprechen. Aber das, was heute besonders war, war, dass wir auch als Wiener Volkspartei auf die Ursachen gehen wollen. Was ist denn die Ursache für die Gewaltexzesse in den Schulen, auf öffentlichen Plätzen, gerade durch Kinder, durch Jugendliche, durch junge Erwachsene? Was ist die Ursache? Und wir sehen die Ursache einfach im Bereich Bildung und Integration. Da ist man in Wien in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr oft falsch abgebogen und hat aus meiner Sicht nicht genügend konsequente Integrations- und Bildungspolitik gerade für die gemacht, die zuwandern. Und wir haben vorige Woche einen Aktionsplan vorgelegt gegen Jugendkriminalität. Da geht es nicht um die Frage von Polizeistreifen, da geht es um die Ursache. Da geht es darum, wie können wir junge Menschen in der Bildung so weit mitnehmen, dass sie dann auch Chance auf den Arbeitsplatz haben und dass sie nicht dann mit 16, mit 17 in den Parkanlagen herumhängen und dann quasi das Futter für Kriminalität werden, Kleinkriminalität, Drogenkriminalität und so weiter und Gewaltexzesse. Diesen Aktionsplan haben wir vorige Woche vorgelegt. Und das ist ja für eine Opposition nichts Außergewöhnliches, dass man Forderungen auf den Tisch legen. Außergewöhnlich ist aber vielleicht, dass ich versucht habe, dann mit Dr. Michael Ludwig, mit dem Bürgermeister, Kontakt aufzunehmen. Und wir haben binnen weniger Stunde einen Termin gefunden und haben lange über diesen Aktionsplan gesprochen und auch in den letzten Tagen massiv darüber gesprochen und haben eine Vereinbarung getroffen. Eine Vereinbarung zwischen ihm als Bürgermeister und mir als Oppositionsstadtrat. Und diese Vereinbarung lautet, dass wir uns jetzt diesen Aktionsplan mit allen guten Ideen, die sonst noch in der Stadt gibt, gemeinsam in den nächsten Wochen mit Experten anschauen wollen. Nicht auf die lange Bank geschoben, sondern in den nächsten Wochen sehr zügig daran arbeiten, die Ursachenbekämpfung voranzutreiben und noch effizienter daran zu arbeiten, dass wir das verhindern, was wir jetzt auf den Straßen sehen. Weil da wird uns die Polizei nur eingeschränkt helfen können, weil die mehr oder weniger nur als Feuerlöscher dient, wenn schon was passiert ist. Wir müssen an Prävention ansetzen, wir müssen bei der Integration ansetzen, wir müssen auch dabei ansetzen, dass nicht Wien länger der Sozialmagnet ist für alle, die einfach nach Wien kommen wollen. Ja, ich muss das jetzt fragen, ist das jetzt eine Einladung an Ludwig gewesen, demnächst eine große Koalition in Wien auszurufen? Nein, darum geht es nicht. Wir sind auch nicht in der Zeit, über Koalitionen zu verhandeln. Wir sind mitten in der Regierungsperiode und wir sind als Oppositionspartei, noch dazu als größte Oppositionspartei in Wien, die Partei, die einfach kritisch ist, die auch natürlich neben der Kritik, die sie übt, auch Kontrollfunktionen hat. Das ist ja Aufgabe der Opposition. Aber ich sehe auch Aufgabe der Opposition, zu gestalten, überall dort, wo wir sehen, dass wir Probleme haben, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Und die Unsicherheitsbereiche, die wir in Wien haben, wir haben ja viele schöne Zonen auch in Wien, aber die Unsicherheitsbereiche, die wir in Wien haben, und da ist Favoriten an der Spitze, die müssen wir bearbeiten, und zwar nicht nur durch Polizeimaßnahmen, sondern vor allem auch durch die Ursachenbekämpfung. Dieser Aktionsplan hat 10 Punkte. Und ich bin sehr neugierig, wie wir in den Expertengesprächen jetzt weiterkommen. Aber ich habe ein
grundsätzlich gutes Gefühl, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich mit dem Bürgermeister auch in vielen Fragen der Einordnung der Problemlage durchaus übereinstimme. Es hat sich also ausgezahlt, dass ich seit mehr als 2 Jahren intensiv immer wieder auf die Probleme hinschaue und nicht wegschaue, indem ich auch die Probleme... Motto, ne? Genau, das ist auch mein Motto und dazu stehe ich. Aber ich habe immer bei der Problembenennung, die auch sehr klar und sehr pointiert ist, bei der Problembenennung immer dabei Lösungsvorschläge. Und da bin ich offen. Ja, Frau Friedner hat 220.000 Einwohner, ist ein ganz großer Bezirk, eine SPÖ-Bezirksvorstehung. Und der Ausländeranteil ist bei 54%. Ganz massiv fällt das auf in der Zone zwischen Keplerplatz und Reumannplatz. Also man braucht kein Migrationsexperte sein. Wenn man da einmal durchgeht, sieht man die Probleme. Jetzt ist dort heute eine mobile Polizeistation präsentiert worden. Was soll das jetzt bringen? Ist das nicht nur eine Sofortmaßnahme oder ist da was Längeres geplant? Also ich glaube, jede Maßnahme, die mehr Sicherheit bringt oder auch das Sicherheitsgefühl der Menschen stärkt, ist gut. Insofern ist die Aufstellung dieser mobilen Polizeistationen, dieses Polizeicontainers, nennen wir es ein bisschen technisch, im Bereich des Keplerplatzes, im Bereich des Reumannplatzes, sicher eine gute Sache. Einerseits informiert die Polizei dort über die Berufschancen, die junge Menschen haben. Recruiting-Prozess ist ja aufgesetzt zwischen Stadt Wien und Innenministerium. Wir werden heuer etwa 1.000 Polizistinnen und Polizisten in Wien neu bekommen, weil eben diese Kampagne und dieser Rekrutierungsprozess, der im Zusammenwirken zwischen Innenministerium und Stadt Wien stattgefunden hat, auch funktioniert. Die zweite Aufgabe aber dieser mobilen Polizeistation ist, auch den Menschen die Gelegenheit zu geben, mit Polizistinnen und Polizisten zu reden, niederschwellig Informationen weiterzugeben und auch ihre Sorgen austauschen zu können. Also ich finde es durchaus einen guten Ansatz, ist aber natürlich ein Mosaikstein im Gesamtbild der Problemlösung. Jetzt gilt diese Waffenverbotszone, das soll ab Samstag 8 Uhr in der Früh in Kraft treten. Was bringt das jetzt und vor allem, wer kontrolliert das? Also gerade am Praterstern hat die Wiener Polizei bewiesen, dass die Waffenverbotszone, die seit 2019 gilt, auch Erfolge hat. Erstens einmal ist die Kriminalität dort, und das ist das Entscheidende, um 30% zurückgegangen in dieser Zeit. Zum Zweiten ist bei der Waffenabnahme auch festgestellt worden, dass die Stichwaffe, nämlich das Messer, die Hauptwaffe ist, die hier mitgeführt wird. Und es sind in dieser Zeit, also in diesen knapp 4 Jahren, jetzt insgesamt über 300 Messer abgenommen worden. Das heißt, jede einzelne Kontrolle, jede einzelne Maßnahme, jede einzelne Waffenabnahme bringt ja auch mehr Sicherheit. Und wie gesagt, die Reduktion der Kriminalität um 30% ist zu berücksichtigen, ist sicher positiv. Aber ich glaube, wir müssen einen Schritt weitergehen. Und da hat der Innenminister Karner im Übrigen auch mit Zustimmung des Bürgermeisters, der ja die Überlegungen schon seit einigen Jahren hatte, jetzt einen Vorstoß gemacht für ein Waffenverbot im öffentlichen Raum in ganz Österreich. Und das finde ich einen guten Vorstoß. Eigentlich könnte man sagen, es ist nicht ein Waffenverbot, es ist vor allem ein Messerverbot. Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum Menschen, junge Erwachsene, aber auch alle anderen, mit einer Machete oder mit einem Messer, mit einer langen Klinge durch die Straßen gehen. Also die wollen sich weder ein Brot schneiden noch sonst irgendwie versorgen. Die wollen andere Menschen am Körper verletzen. Das kann doch einer Gesellschaft nicht egal sein. Darum finde ich den Vorstoß sehr gut. Und da ich sehe, dass es im Parlament durchaus eine Tendenz zur Übereinstimmung in der Regierungskoalition gibt und Bürgermeister Dr. Michael Ludwig als Meinungsmacher zumindest noch in einer bestimmten Form in der SPÖ ja auch gilt, sehe ich gute Chancen, dass dieses Waffenverbot auch noch Realität wird in Kürze. Jetzt sagt der SPÖ-Bezirksvorsteher im Favoriten, Markus Franz, er sei für einen Großteil der Probleme im Bezirk einfach nicht zuständig. Und der Innenminister verwendet Favoriten und die Problemzone zwischen Reumannplatz und Keplerplatz als quasi eine Showbühne für die eigene Politik.
ja, wofür ist der Bezirksvorsteher jetzt zuständig und wofür wäre eigentlich der Innenminister bzw. die Polizei als solches zuständig? Da sind wir genau beim Kernproblem. Man spricht, wenn man von Gewalttaten im öffentlichen Raum spricht, immer von der Polizei. Man fordert mehr Polizei. Man fordert neue Sondereinheiten, man fordert ein Waffenverbot. Und das alles ist gut und richtig. Und da hat der Bezirksvorsteher auch völlig recht, da ist er nicht zuständig dafür. Aber der Bezirksvorsteher vergisst, dass die Ursache für die Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum, für die Gewaltkriminalität durch junge Menschen in der Bildung und in der Integration gelegt wird. Dass die Chancen von jungen Menschen sich in ihrer Sozialisierung entwickeln. Und wenn es nicht genug Wohnraum gibt, wenn es keinen geeigneten Wohnraum gibt, wenn es keine geeigneten Bildungseinrichtungen gibt, und da beginne ich beim Kindergarten, 40% der Kindergärten in Wien, die Sprachförderbedarf hätten, haben keine Sprachförderkraft. Das Ergebnis ist, dass wir in den Volksschulen derzeit 14.000 Kinder haben, die Deutsch so schlecht sprechen, dass sie dem Regelunterricht nicht folgen können. Ja, das ist schon eine Aufgabe des Bezirksvorstehers, hier sensibel zu sein, mit seiner SPÖ-Neos-Stadtregierung in engstem Kontakt zu stehen, auch zu schauen, was die Menschen denken. Und ich erinnere mich an den Bezirksvorsteher Derfler vom 20. Bezirk, der eigentlich auch das Problem negiert hat. Damals ging es um Sittenwächter und ähnliche Vorfälle in der Brigittenau. In der Zwischenzeit ist der Bezirksvorsteher Derfler Geschichte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Bezirksvorsteher Franz auch den Ernst der Lage erkennt, auch spürt, was die Favoritnerinnen und Favoritner ihm zurückmelden, denn sonst lebt er an der Realität vorbei. Ich lade ihn gerne ein, auch über unseren Aktionsplan, all das, was man in Favoriten umsetzen kann, mitzudiskutieren, einzusteigen in die Diskussion und endlich Lösungen zu finden. Wenn wir immer nur die Probleme benennen und noch der Polizei rufen, wie es der Bezirksvorsteher Franz leider zuletzt relativ heftig getan hat, dann sehen wir die Gesamtheit des Problems nicht. Die Gesamtheit des Problems ist, Bildung und Integration ist der Schlüssel für Sicherheit auf den Straßen. Ja, früher hieß es in Wien, die Durchmischung in den diversen Bezirken passt. Heute hat man teilweise den Eindruck, dass es Ghettos gibt für bestimmte ethnische Gruppen. Geht man durch die Favoritenstraße, hört man Arabisch, Türkisch, Russisch, Tschetschenisch, wenig Deutsch. Ja, jetzt ist das natürlich ein Problem. In Dänemark ist man dazu übergegangen, dass man nach bestimmten Prozentpunkten die Verteilung innerhalb Zentren verordnet. Ist sowas auch in Wien denkbar? Also eigentlich ist der dänische Weg die Endstation und die Dänen versuchen jetzt mehr oder weniger mit Zwangsmaßnahmen hier Lösungen zu finden. So weit sollten wir in Wien gar nicht kommen. Ich gebe Ihnen aber völlig recht, in Favoriten, also in Zentralfavoriten, den Bereich haben Sie ja beschrieben, haben wir diese Entwicklung. Und erinnern Sie sich, Herr Wendel, wir sind hier vor ungefähr einem Jahr gesessen, wo ich sehr stark kritisiert worden bin für meine Ansage, wo ich festgestellt habe, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Stadtviertel haben, wo sich die Menschen abschoten, wo Parallelgesellschaften entstehen, wo letztlich auch Gegengesellschaften entstehen. Leider tritt das Schritt für Schritt ein. Und hier muss, vielleicht animiert durch den Herrn Bezirksvorsteher, weil es ist ja sein Bezirk, ja, auch animiert durch den Bezirksvorsteher die Stadtregierung tätig werden, mit einer hohen Geschwindigkeit tätig werden und mit entsprechenden Planungen. Und da geht es neben Bildung und Integration zum Beispiel um das Thema Stadtteilentwicklung. Wenn ich Stadtteile so entwickle oder, wie es in Favoriten, Zentralfavoriten passiert, nicht entwickle, dann werde ich dort auch für eine soziale Durchmischung nicht sorgen können. Das heißt, auch hier heißt es, Sicherheit ist viel breiter zu sehen als der Polizist auf der Straße und die Kriminalitätsbekämpfung. Sicherheit beginnt neben Bildung und Integration auch bei der Stadtteilentwicklung. Kluge Stadtteilentwicklung heute bedeutet für ein sicheres Wien oder für ein sicheres Favoriten oder Zentralfavoriten in 5 und in 10 Jahren zu sorgen.
Ja, trotzdem noch einmal zurück zum Polizeieinsatz und das, was jetzt dort passieren soll, ab Samstag, 8 Uhr in der Früh, Waffenverbotszone. Favoriten hat 274 Polizisten im Einsatz im Bezirk für 220.000 Menschen. Das ist wenig, wenn man das vergleicht mit Linz. In Linz gibt es 600 Polizisten. Was sollen jetzt die Polizisten und vor allem auch die Polizistinnen eigentlich kontrollieren und vor allem wie? Zum Ersten ist der Vergleich mit Linz, der immer wieder angeführt wird, auch von der FPÖ angeführt wird, fachlich falsch. Denn in Linz haben wir eine Stadtpolizeidirektion, in Wien haben wir ein Polizeikommissariat. Das ist einfach von den Infrastrukturanforderungen und der Personalbasis gar nicht zu vergleichen. Aber okay, lassen wir es einmal stehen. Was man immer wieder vergisst bei diesem Vergleich ist auch, dass es neben den fast 300 Polizistinnen und Polizisten in Favoriten 120 Kriminalbeamte gibt, die übrigens in Linz auch dazu gezählt werden. Das heißt, es sind also eigentlich über 400 Polizisten. Und jetzt kommt aber das Besondere. Polizei und Polizeiarbeit ist nicht mehr, so wie es die FPÖ anführt, Polizeiarbeit der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Das wird nicht nur von den Wachzimmern organisiert und den Polizeiinspektionen. Die Kriminalität und übrigens auch die Gewaltexzesse im öffentlichen Raum schreien danach, eine flexible Polizeiarbeit, einen flexiblen Polizeieinsatz darzustellen. Und dieser Polizeieinsatz wird von den Polizeiinspektionen geliefert, aber vor allem auch von den Sondereinheiten. In Favoriten kommen zum Einsatz die Mitarbeiter der Bereitschaftseinheit, das sind über 200 Polizistinnen und Polizisten, die Mitarbeiter der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, über 100 zusätzliche Polizisten und die neu gegründete Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität. Und dann nehme ich noch die Wega dazu und die Landesverkehr und die Diensthundeeinheit. Das heißt, immer nur den Vergleich darauf zu ziehen, wie viele Polizistinnen und Polizisten in den Polizeiinspektionen Dienst machen, ist einfach fachlich falsch, weil sich die Polizei in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren völlig verändert hat und massiv weiterentwickelt hat. Und dieser Gewalt im öffentlichen Raum könnten wir mit dem Rajonsinspektor an der Ecke nicht mehr begegnen. Das sind völlig andere Gegenüber, die hier entstanden sind. Trotzdem zur konkreten Polizeiarbeit. Wie funktioniert das jetzt? Da werden Leibesvisitationen durchgeführt oder was darf der Polizist, die Polizistin ab Samstag 8 Uhr in der Früh jetzt wirklich tun? Das Gleiche, was er auch am Praterstern tun kann, wenn er begründete Verdachtsmomente hat, kontrolliert er, dann wird er auch diese Personen durchsuchen und dann wird unter Umständen auch, wie es am Praterstern in über 300 Fällen der Fall war, auch eine Abnahme zum Beispiel von Messern stattfinden. Alleine die Tatsache, dass es in diesem Bereich eine Waffenverbotszone gibt, hat bereits einen abschreckenden Charakter für das Zielpublikum oder für die Klientel, die dort unterwegs ist. Und die Tatsache des Waffenverbots hat auch eine Wirkung auf die Bevölkerung, die sieht, wenn Unrecht geschieht, wenn auf der Straße Gewalttaten geschehen, dann reagiert der Rechtsstaat, in dem Fall hier reagiert die Polizei. Das ist also für beide Seiten, für mögliche Tatverdächtige oder Täter und für die Bevölkerung wichtig, dass es das gibt. Aber Zentralfavoriten hat keine Grenze. Ja, und die Menschen sind auch flexibel und sie steigen in die U1 ein und sind in drei Stationen ganz woanders. Das heißt, hier ist es wichtig, den Vorstoß des Innenministers, der vom Bürgermeister Ludwig durchaus auch mit initiiert worden ist und vor allem vom Bürgermeister Ludwig unterstützt wird, weiterzuentwickeln. Wir brauchen ein Waffenverbot, ein Messerverbot im öffentlichen Raum. Niemand sieht ein, dass jemand mit einer Machete oder mit einem langen Messer durch die Stadt geht, weil was will er damit? Genau, es gibt keinen Grund in Wien mit derartigen Waffen herumzumarschieren. Trotzdem die Frage, wird dann jemand damit erwischt? Was passiert mit dem?
Ja, da gibt es Anzeigen, da gibt es eine Sicherstellung eben des sichergestellten Messers. Und das funktioniert in einer Art und Weise, wie es in Innsbruck, dort gibt es 2 Waffenverbotszonen, oder in Wien am Praterstern, es gab in Wien übrigens auch am Donaukanal kurzfristig eine Waffenverbotszone, wie das auch durch die Polizei dort ganz normal gehandhabt wird. Aber ein weiteres Problem dieser Waffenverbotszonen, die temporär sind und in einem abgegrenzten Bereich, ist ja, dass die Behörde zusätzlich Argumente finden muss, warum es gerade in dem Bereich gefährlich ist. Also das ist jetzt am Räumernplatz der Fall, weil es natürlich hier in den letzten Tagen und Wochen gehäuft zu Straftaten gekommen ist. Aber die Verlagerung von Menschen kannst du mit einem temporären Waffenverbot nicht bearbeiten. Und daher ist der Vorstoß eines generellen Waffenverbots, eines generellen Messerverbots, klingt vielleicht besser und trifft auch die Sache eher auf den Punkt, im gesamten öffentlichen Raum gut, wichtig und notwendig. Ja, die Argumentation in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit Favoriten war heftig. Dominik Knepp von der FPÖ hat überhaupt davon gesprochen, ein Bezirk sei bereits gefallen. Jetzt die Frage an Sie, Sie sind ja ehemaliger Polizist. Ist Wien noch sicher? Wie ich schon gesagt habe, Wien ist sehr differenziert zu sehen. Es gibt Bereiche, wo wir kaum Probleme erkennen können, Sicherheitsprobleme. Da gibt es Bezirke, die kennen das Thema kaum. Es gibt aber auch immer mehr Bezirke und vor allem innerhalb der Bezirke Zonen, wie zum Beispiel in Favoriten, Zentralfavoriten, wo wir tatsächlich ein ganz ernsthaftes Problem im öffentlichen Raum haben. Und dieses Problem, dieses Gewaltproblem, das müssen wir bearbeiten durch alle Maßnahmen, Waffenverbot, mehr Polizisten und Sondereinheiten und. Aber wir müssen an die Ursachen gehen. Und wir haben bereits eine Generation verloren. Und wir sind am schlechtesten Weg, die nächste Generation zu verlieren. Und so geht's nicht. Wir müssen jetzt investieren in die Sicherheit in Kindergärten, in die deutsche Sprache, damit die Kinder auch einen guten Start in die Volksschule haben. Und damit es nicht so geschieht, wie es derzeit geschieht, dass 8 von 10 Kindern die Pflichtschule beenden, ohne die Bildungsziele ganz erreicht zu haben. Teilweise haben sie es gar nicht erreicht, teilweise nur teilweise. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn dieser junge Mensch dann versucht, einen Arbeitsplatz zu bekommen, er scheitert ja daran, er scheitert ja oft am Aufnahmeformular. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns immer wieder informieren, erzählen uns ja von vielen dieser Aufnahmegespräche. Und was passiert mit dem jungen Menschen, der keinen Arbeitsplatz findet, der schlecht ausgebildet ist? Der verliert die Hoffnung, der verliert die Perspektive. Der hat keine Tagesstruktur mehr, der hängt in der Parkanlage herum und ist damit genau, wie ich immer sage, das Futter für Menschen, die ihn in die Kriminalität ziehen, in die Kleinkriminalität, in die Drogenkriminalität und letztlich in die Jugendbandenkriminalität. Das ist es. Wir müssen den jungen Menschen Sinn im Leben geben und das beginnt in der Volksschule. Und einfach zu sagen, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder war, wir stehen zu Vielfalt und Toleranz, wir lassen einfach Integration wachsen, es wird schon irgendwie werden, das ist der falsche Weg. Und den Weg wollen wir ändern. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Danke. Karl Mahner, Chef der ÖVP in Wien. Also ab Samstag gibt es eine große Waffenverbotszone in Wien-Favoriten und mobile Anlaufstellen der Polizei. Diese Waffenverbotszone umfasst mehrere Häuserblocks und die Gegend rund um Räumernplatz und Keplerplatz.